Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. So, wir sind anscheinend jetzt in der Welt des Feuergotts angelangt und wir müssen diesen Gott und den Gott der Illusion eliminieren, dass wir dass wir zu dem Tor nach Helheim kommen. Und in der letzten Folge haben wir erfahren, umso öfters wir sterben oder Kämpfe verlieren, würde ich jetzt mal sagen, umso näher sind wir unserem Tod und die Fäulnis. Ihr seht es hier schon ein bisschen an meiner Hand unten, die ist so ein bisschen schwarz. Umso mehr Fäulnis wird praktisch ja, überzogen, würde ich sagen. Und wenn die am Kopf angelangt ist, ist das Spiel vorbei. Das heißt, wir müssten dann noch mal, glaube ich, komplett neu anfangen, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, muss ich sagen. Und ich hoffe mal, dass wir hier einigermaßen gut durchkommen. So, dann schauen wir doch mal weiter. Und wie gesagt, ja, wenn es euch gefällt, lasst mir auf jeden Fall Support da. In der Form von Abo, Kommentare, Likes, wie ihr wollt. Wird mir alles sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Und da sehen wir auch schon, anscheinend ist es vielleicht das Abbild des Gottes. Könnte so eine Art, ja, so eine Statue oder sowas sein, oder? Können wir da hingehen? Ja, können wir. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Okay. Ist es jetzt ja schon mehr ein bisschen Open-World-lastiger oder ist es eigentlich auch eher schlauchig? Sieht auf jeden Fall schlauchig aus. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Na, hier geht es, glaube ich, nirgendwo hoch. Na, okay. Können vielleicht ein bisschen links und rechts vom Weg ab, aber ich denke mal nicht viel. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Hier geht es auf jeden Fall rein. Schauen wir doch mal in die Höhle rein. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Ymir, okay. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay, mir wird alles praktisch alles über die Geschichte ja auch so ein bisschen erzählt. Über das ganze Universum, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich kann jetzt gar kein Schwert oder so ziehen, oder? Hat die das automatisch, wenn ein Gegner kommt? Ich weiß es nicht. Boah, Alter, das ist echt. Also, die Soundkulisse ist echt der Wahnsinn. Ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen. Da ist auf jeden Fall ein Tor, da sind Zeichen dran. Ne? Da will ich aber noch nicht hin. Ich wollte mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Okay, ich muss da durch. Alter!
Stirb, 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 du Elendiges. Kommt er noch? Bam, bam, bam. Es ist echt krass, mich lang. Die waren jetzt nicht schwer, die Gegner. Bloß mit dem Hintergedanken, du darfst nicht sterben. Weil wenn du stirbst, wird das ganze Spiel wahrscheinlich noch schwerer. Da du ja nicht sterben solltest. Naja, ich denke, wir haben das gut gemeistert. Und anscheinend kommen die nur in der Dunkelheit. Dunkelheitsphase. So, was muss ich jetzt hier machen? I can still smell it. Sweet, sickly stench of burning human flesh. Okay, ich denke mir... Da, da, da sehe ich schon. Ne, da ist ein... Das könnte doch so eine Art Objekt sein, oder? Ne, das ist nicht sowas. Irgendwo muss hier... was sein. Wir wollen mal hier hinten schauen. Mich würde halt interessieren, wie weit das entfernt ist. Das muss hier sein irgendwo. Das muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich bin hier ganz in der Nähe. Aber ich sehe ja auch nichts. Warum habe ich jetzt nur... Warum habe ich jetzt nur einen? Ah, okay. Reicht den anderen noch? Are they screaming?
Das ist ja auch fies gemacht, muss ich sagen. Soll hier was mit dem Baum sein? Ah, ich glaube, ich sehe schon. Ich glaube, es hat was hier mit dem zu tun. Lass mich mal darüber gehen. Hier ist es. Okay. So, dann müssten eigentlich die Siegel jetzt gesiegelt sein. Kann man ja eigentlich speichern? Nee, hier kann man gar nicht speichern, gell? When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Und die Dunkelheit kommt schon wieder. Ich denke mal, dass wir gleich wieder fighten müssen. Ja. Boah, Alter, da kommt wieder zwei. Nein. Also mit zwei ist es schon heftig, muss ich sagen. Und ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Hier ist so Feuer. Ich hoffe mal, dass unser Leben jetzt wieder voll ist.
Okay, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie so eine Art Traum oder so von jemand anders. Das Tor geht auf jeden Fall auf. Wir können dann eigentlich durch. Hell will not give you the answers you want, but you mustn't look away from the horrors it does offer, because you cannot overcome suffering. You refuse to look at it. Okay, ich glaube, dass dort drin der komische Typi ist. Okay, dort unten ist auch noch mal ein Tor. Aber wie kommen wir da rein? Wie komme ich hier gar nicht seitlich vorbei, oder? Können wir es einfach einrennen? Nee. Okay, so geht's hier nicht weiter. Da wäre halt so ein Balken. Da würde ich gern drauf gehen. Aber wir kommen hier nicht rüber. Müssen wir hier runter, oder? Ja. Okay. Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Okay, also er wartet praktisch nur noch, bis er los kann, nach Asgard und Midgard. Naja, die Götter wollen ja immer irgendwo hin, wo sie nicht hin sollen. Okay, hier ist auch wieder, das könnte man vielleicht auch wieder mit einer Illusion aufmachen. Können wir denn hier rauf und da hinten rein? Ne, hier geht nichts. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Another sacrifice. Das sieht mir doch schon wieder so aus, als wenn es gleich dunkel wird. Gibt es denn irgendeinen Spezialkampf oder sowas? Okay, muss man probieren auszuweichen dann. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything. Schlimm ist, man kann hier nicht viel probieren, weil wenn man nämlich stirbt, wie gesagt, das ist scheiße. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Okay, da oben ist auf jeden Fall schon mal so ein komisches Relikt wieder.
mit dem ich normalerweise hier das Feuer entzünden könnte, wenn ich denn da hinkomme. Hier werde ich nicht hochkommen, oder? Da ist auch noch ein Pfad. Nice. 1000 Pfade. Gehen wir mal hier lang. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering. Gerade bevor ich da dort rankomme, werde ich wahrscheinlich noch mal kämpfen müssen. Helpless pigs. Oh nee. Wo soll ich denn hier lang dann? Die wollen wir mal hier hinten schauen. Hier eventuell runter. Okay. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht, machen hier an der Stelle einen Cut. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Boah, also macht mich schon ganz schön heftig, das Spiel. Vor allem, ihr seht es an meinem Arm, ich habe schon wieder ein bisschen was dazu bekommen. Ich hoffe mal, dass ich nicht mehr allzu oft sterben werde. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.